Moin moin, hier ist wieder euer Niklas von Awayplay mit einer neuen Aufnahme zu Assassin's Creed Unity. Ja, wir haben jetzt gerade Sequenz 4 Erinnerung 2 abgeschlossen und müssen jetzt zu einem Schmied, von dem wir gerade erfahren haben. So, wo befindet sich denn die nächste Mission? Und wir haben eine Trophäe freigeschalten, nämlich La Cour des Miracles, also so wie der Bezirk heißt. Der ist hier unten. Ach, wir gehen jetzt schon sogar in Sequenz 5. Interessant. Ich dachte, da wären noch ein paar mehr Unterpunkte, aber na gut. So, schön die Regenrinne hinauf. Meter. So, haben wir eine schöne Strecke vor uns hier. Bis zu unserem Ziel. Nein, durchs Fenster will ich nicht. Ich geh lieber was Sach. Hier hinüber 583 Meter quer durch Paris, immer über die Dächer, soweit es funktioniert. Ach ja. Oh, was mal, den Dieb könnten wir mal rammen. Jetzt können wir mal so ein paar kleine Missionen machen. Ja, du, könntest du hier mal runterkommen? So, den holen wir uns doch. Da vorne ist er. So ein bisschen Abwechslung hier. Wäre doch gelacht, wenn wir den nicht bekommen würden. Kleinen elendigen Räuber. Zack, na, komm, springen drauf auf den. So, da haben wir ihn doch. So, und dann haben wir 2 von 5 Massenereignissen gelöst. Jetzt wollen wir mal ein bisschen am Boden gucken. Jetzt haben wir hier die Straßen an. Drängen uns hier durch. Könnten wir eine Mission machen? Ist da eine Guillotine da, was da steht? Ja, hier sehen wir eine Guillotine, sehr schön. Na komm, den Kollegen töten wir doch mal hier. Ups, so. Und vor dem Rest verpissen wir uns. Und uns wieder abschießen. Zack, und ab in den Kanal. So, 212 Meter noch, so jetzt haben wir die auch schon wieder abgehangen. Ganz entspannt. So, im Bezirk City. Was glaube ich so viel heißt wie City, also Innenstadt auf Deutsch. Vermute ich zumindest mal. Wenn es falsch sein sollte, schreibt es euch in die Kommentare. Lass uns hier mal hoch, dann gehen wir wieder schön über die Brücke. So. Tam, 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 tam. Ach, das ist ja wieder unser Hauptquartier. So, mal gucken, was sie uns da wieder erzählen wollen.
So. Alles in Ordnung, mein Freund? Erstmal füllen wir jetzt unsere Schusswaffen auf. Obwohl es könnte sein, dass wir, ne, das machen wir gleich beim Rausgehen. Weil ich hoffe darauf, dass wir jetzt endlich hier die Pistole bekommen. Und dann müssen wir sowieso mal wieder in den Fähigkeiten gucken. Weil wir ja für jede Mission hier ja diese Assassinenpunkte kriegen, dass wir da vielleicht mal wieder was aufrüsten können und neue Sachen freischalten. Zum Beispiel so ein Doppelattentat wäre ganz schön. Ihr seht schlecht aus. Seit Monaten liege ich im Streit mit der Bruderschaft, der Nationalversammlung und dem König. Zusammengenommen haben sie den politischen Scharfsinn eines besonders dummen Dorfvorstehers. Ich glaube, das sollte mein Äußeres entschuldigen, junger Mann. Es war nicht so gemeint, Mentor. Ich bin nur besorgt. Vergiss mich, Arno. Weine um Frankreich. Doch genug der Politik. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten. Was ist mit Sire de Lassins Mördern? Der König der Bettler ist tot. Dies hier trug er bei sich. Ah, da haben wir zumindest schon eine Pistole. Repose en paix. Behaltet sie. Sie wird keinem von uns helfen, wenn sie... Ach, jawohl, jetzt haben wir eine Pistole. Meine Hoffnung wurde nicht getrügt. Trag sie voller Stolz. Danke. Das werde ich. Die Mission? Der König der Bettler und Siver waren nur Bauern in einem Schacht. Ach, gib doch. Jemand hetzte sie auf Monsieur de la Serre. Templer mögen es kompliziert, oder? Weißt du etwas Konkretes über den mysteriösen Schachspieler? Die einzige Spur, die ich habe, ist das Instrument, durch das de la Serre starb. Eine Nadel, hergestellt von einem Silberschmied namens Germain. Aber wie viel er weiß, kann ich nicht sagen. Und dann ist der nächste Schritt klar. Finde den Silberschmied und ergründe, welche Rolle er spielt. Ja, habe ich. Also, wie gesagt, wir müssen jetzt zu dem Silberschmied, der uns ja vorher schon erwähnt wurde. Es war aber klar, dass sie diese Mission sozusagen genehmigen, aber er musste ja jedes Mal abnicken lassen, bevor er hier irgendjemanden aufsucht oder umbringt. So, jetzt füllen wir erstmal unsere Sachen nach. Ja, was haben wir denn schönes? Munition machen wir voll. Wir haben 8 Assassinenpunkte, da können wir gleich ordentlich was kaufen. Medizin, haben wir auch nochmal eine. Den Dietrich, das reicht. Phantomklingen. Oha, die sind teuer. Ich hätte auf jeden Fall gerne noch eine Berserkerklinge. Und dann holen wir noch 2 Phantomklingen. So. Und jetzt passen wir nochmal unsere Fähigkeiten an hier. Da wir jetzt genug Punkte haben. Hier hätten wir den Schmetterschlag. Da überzeugt mich immer noch nicht so ganz. Beim Fernkampf den Auffüllpunkt, den Geldbeutel und die Betäubungsbombe. Die Betäubungsbombe ist gut. Hier haben wir das Doppelattentat. Das nehme ich schon mal auf jeden Fall. Verkleiden. Nee. Gemeinschaftssinn. Ich spiele noch nicht online. Kann aber später mal noch machen. Ja, dann würde ich sagen, dann nehmen wir die Betäubungsbomben. Also noch eine Sache mehr, die wir kaufen müssen. Und die 2 sparen wir, glaube ich, erstmal. Bevor wir die hier unnötig rausballern. Jetzt haben wir unseren Assassinen ja erstmal wieder ein bisschen hochgebracht. Da kommen, wie ihr gesehen habt, kommen ja auch demnächst noch neue Sachen. Für die braucht man dann auch schon mal ein bisschen Guthaben. Aber dieses Doppelattentat ist schon sehr wichtig. In den anderen Assassin's Creed war das von vornherein gegeben. Da braucht man sowas erst gar nicht freizuschalten. Das ist jetzt komplett neu. Und ganz. Es bringt halt hier diesen. Das Feeling, dass man halt von vorne anfängt, aber ich fand es besser, als man das schon freigeschalten hat, alles. Weil das einfach einiges erleichtert, wenn du jetzt aus der Luft beispielsweise 2 Leute umbringen kannst, als nur einen. Wir holen jetzt mal unser Geld hier aus der Truhe ab.
damit die Truhe auch mal wieder leer wird. So. Ist nämlich voll bei 80. Na super. Oh, sagt euch nicht um heute. Ich kenne genug Abkürzungen. So, kostet denn das nächste Upgrade hier? 5000, oh. Umgehen. Zurück, was drauf. Ich bin froh, das zu hören. Dann geh jetzt besser wieder an die Arbeit. Oui, Monsieur. Vielleicht müssten wir auch mal gucken, um unsere Einnahmen zu steigern, ob es hier irgendwo nochmal solche Clubs gibt, die man aufmachen kann. Ich gehe mal davon aus, dass sowas auch Kosten steigern würde. Also nicht die Kosten, sondern die Einnahmen. Kosten wäre ja negativ für uns. So, hier haben wir noch eine Kiste auf dem Weg. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Hier vorne in dem Bezirk, in dem wir schon mal waren. Gut. Müssen wir ja nicht nur den Turm annehmen. Aber wieder in die dreckigen Viertel. Können wir nicht hier in den schönen bleiben. Wow, diesmal ab den Weg, indem wir hier über die Brücke laufen. Tief ran, wo ist er? Sollen die einfach nur verjagen? So. Ups, ne, krass, wegstecken, das hat es automatisch gemacht. Damit haben wir wieder eine Massenmission erledigt. Für die bekommt man, glaube ich, auch noch irgendwelche Freischaltboni oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt muss ich wieder übers Wasser. Ach Gott. Ja, müssen wir doch durch den Kanal schwimmen. Ich dachte, wir können jetzt mal durch die Stadt laufen, aber dann müssen wir da hinten irgendwo Kilometer weiter bei der Brücke. Dann nutzen wir jetzt doch den abkürzenden Weg hier. Einfach geradeaus durch. Hier geht's hoch. Ein Verbrecher töten können wir auch noch mal eben machen hier. So, jetzt können wir direkt mal unser Doppelattentat testen. So, da haben wir es nämlich direkt. So, und du gehst auch noch weg. Das war eine schöne Kombination hier. Die können wir aber auch noch mal ausräumen, würde ich sagen. Ich habe hier noch irgendwas Hilfreiches für uns dabei. Dann spielen wir den Story-Part im nächsten Abschnitt. So, Medizin haben wir schon voll. Dann laufen wir jetzt mal in die Richtung, bis die Aufnahme hier zu Ende ist. Müssen wir ungefähr davor stehen, dann passt das auch. Dann können wir direkt im nächsten Part voll durchstarten. Warum erkennt er mich sofort nur, weil ich renne? Das ist so sinnlos. Darf ich nicht mehr durch eine Stadt rennen, oder was? Wenn ich mich irgendwie ein bisschen beeilen möchte, oder so. Das ist doch... So. Und hier beenden wir dann den Part und sehen uns im nächsten Part wieder.